können wir das aufnehmen? Ja, klar. Ja? Ist kein Problem. Ja, ich bin auch nicht. Ja, okay. Na, alles gut. Ja? So, du bist Chris? Ja, ja, ich bin Chris. Wo kommst du her? Ja, ich bin hier in Deutschland geboren, aber ursprünglich kommen meine Eltern aus Sri Lanka. Ja. Sri Lanka. Und wir sind auch erst seit 13 Jahren sind wir konvertiert. Wir waren vorher Hindus gewesen. Wollte gerade sagen, da ist ja Hinduismus die vorherrschende Religion. Genau. Und wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt Christen geworden bist? Ja. Ja, also meine Eltern haben so halt eine schwere Zeit da was durchgemacht und dann haben die halt viel nachgedacht, warum wir nicht so viel Kraft irgendwie schöpfen konnten, warum so viele schlimme Sachen passieren oder warum alles so schwierig ist. Also viele haben Schicksalsschläge. Sehr viele Schicksalsschläge, so Großeltern gestorben, Streitigkeiten mit den Geschwistern von meinen Eltern und dementsprechend haben die sich dann hier sehr in Deutschland einsam. Und deine Eltern haben das halt möglicherweise zurückgeführt auf den Glauben, dass das mit der Religion was zu tun hat. Also so die Ursachen haben die jetzt nicht auf den Glauben zurückgeführt, sondern einfach so hingenommen. Boah, es ist einfach so schlecht. Es ist so schrecklich. Und dann als wir immer eines Tages in der Stadtmitte so spazieren waren, wurden wir von Missionaren angesprochen. Und die haben dann erzählt, hey, können wir mit denen Botschaft Gottes teilen. Ja. Also die Botschaft Gottes. Was ist das? Na, ja, komm, setzen wir uns mal hin. Da haben wir 5 Minuten gesprochen. Als Hinduisten hat man ja viele Götter. Mhm. Man lässt alle Götter zu. Ja, ja. Aber als Christen sagen wir, es gibt nur einen einzigen Weg. Ja, das war auch halt das Interessante, weil meine Eltern meinten damals so halt, ja, alles was gut ist, nehmen wir halt auf. Aber so sind die Hinduisten halt. Ja. Die nehmen einfach alles was gut ist auf, egal welche Religion das ist, solange es einem hilft, ne, im Leben voranzukommen, haben die das aufgenommen. Aber aus Sicht Gottes ist das ja Götzendienst. Ja, war das so. Deswegen haben wir auch dann gesagt, oh, okay, als die Missionare uns das beigebracht haben, ne, dass man nicht die Statuen anbeten soll, sondern Gott selbst. Ne, und dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben soll und nicht so, so Traditionen. Ja. Und du hast dann auch Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen. Ja, ja. Genau. Das ist auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, nachdem ich getauft wurde. Weil am Anfang bin ich halt Mitläufer gewesen, so mit den Eltern halt, ne, taufen lassen. Und dann gab es Kinder, ja, Teenagerzeit. Ne, man fängt an zu zweifeln, man überlegt, boah, ist das denn wirklich so? Boah, die Eltern machen das, aber zu meinem Leben passt das gar nicht. Die sind eine andere Generation, aber ich lebe heute in einer Zeit voller Wissenschaft. Und dann denkt man so, warum brauchen wir da? Aber dann durch wieder persönliche Erfahrungen, wo ich dann gemerkt habe, da kann keine Wissenschaft irgendwie diese ganzen Zufälle, die alles so auf einmal passieren und mich zu meinem Weg hinleiten, dazu führen, dass es Gott nicht... Also Paulus hat gesagt, hört nicht auf Menschen, begebt euch nicht in die Lehren der Menschen, also nicht als Menschenweisheit, sondern empfangt den Geist Gottes, denn der führt euch in die Wahrheit und auch in die Wahrheit über die heiligen Werke Gottes. Mhm. Genau. Ja. Weil man sagt ja auch, Glaube ohne Werke ist tot, ne? Das heißt, da muss man auch trotzdem mit dem Glauben auch trotzdem was Gutes tun, ne? Also Gutes für die Menschen, für die Mitmenschen. Ja. Ja. Ne? Weißt du, was damit gemeint ist? Der Glaube ohne Werke ist tot. Was damit gemeint ist? Genau, dass man denn viele glauben, wenn sie den empfangen haben, also wenn sie, sagen wir mal, ihr Leben Jesus übergeben haben, aus Gnade sozusagen errettet wird, durch das Blut Jesu reingewaschen wurden, einmal gerettet, immer gerettet. Aber so ist das nicht. Ja. Denn wir müssen, Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, folgt ihr meinen Geboten. Und er hat gesagt, bis dass die Erde zergeht, wird kein Strichlein vom Gesetz ungültig werden. Das Gesetz Gottes, die 10 Gebote. Ja, für mich so. Ja. Also man muss ja trotzdem das halten. Es reicht ja nicht, wenn man einmal sich taufen lässt und ja, das war's, dann lebe ich mal mein schlechtes Leben, dann mache ich immer noch schlechte Sachen. Genau. Geht ja nicht. Ne? Also, man muss ja trotzdem gucken, dass man rein bleibt. Okay, niemand ist perfekt. Ne? Man versucht trotzdem durch Jesus Christus, halt durch sein Sündopfer, das hört sich jetzt komisch formuliert und so, diese Perfektion an Jesus anzureichen. Also man wird ja durch seine Gnade auch gerettet. Ne? Also, auch wenn man viele Sachen Gutes tut, aber das Herz muss ja auch zu Jesus Christus. Das Herz ist entscheidend, weil Gott guckt in unser Herz. Denn Jesus hat gesagt, ihr
bekennt mich mit eurem Mund, aber euer Herz ist fern von ihm. Genau. Und wenn er das so sagt, müssen wir davon ausgehen, dass wenn Jesus nicht in unserem Herz ist, dass wir dann auch nicht gerettet sind. Und wenn wir Jesus in unserem Herz haben, dann sind auch die Gebote Gottes geschrieben in unserem Herz. Wir wollen beachten. Wir wollen also nicht in der Welt leben und die Dinge der Welt tun. Paulus hat gesagt, welche Verbindungen haben Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, sondern lass die Werke der Finsternis auffliegen. Das merkt man ja durch, wenn man die Werke Gottes tut. Ne? Dann werden die Werke der Finsternis aufgeben. Dann werden die dann sagen, da ist es halt. Ja. Sehr gut. Dann wünsche ich dir, also geh weiter. Den Heiligen Geist, hast du den Heiligen Geist empfangen? Hast du das Gefühl, dass du den Heiligen Geist empfangen hast? Ja, genau. Und der hat dich auch gewandelt. Also auf jeden Fall. Also 180 Grad auf jeden Fall. Ne? Das wenn man jetzt vorher immer so gelebt hat, ich hänge mir meinen Freund ab und gerade nur Party, ne? Okay, es war, ich sag mal, eine schöne Zeit in dem Sinne vom Weltlichen, aber innerlich hat man sich trotzdem leer gefühlt. Ne? Und das, durch den Heiligen Geist habe ich dann gemerkt, okay, die Führung und die Leitung, die man durch den Heiligen Geist bekommt, ne? Und auch einfach diese inneren Frieden, die man hat, das macht einen riesen Unterschied. Das ist ein entscheidendes Zeichen dafür, dass du tatsächlich den Heiligen Geist bekommen hast. Denn das ist ja eins der Zeichen, dass wir gewandelt werden. Dass wir die Gebote Gottes in unserem Herzen haben und sie befolgen. Mhm. Ja, darf ich fragen, wie war das bei Ihnen so? Also als Sie den Geist empfangen haben? Bei mir war das auch ganz genauso wie bei dir. Also ich habe auch Party gemacht, ich habe getrunken, geraucht. Ich habe 15 Jahre versucht aufzuhören zu rauchen, habe ich nicht geschafft. Und als ich mein Leben Jesus übergeben habe, war das von heute auf morgen. Wurde reingewaschen. Richtig reingewaschen. Und das war halt auch spürbar. Aber das Problem ist, was viele Gläubige heute haben, ist, dass sie trotzdem mit den Geboten Gottes Probleme haben. Und sozusagen mit einem Bein bei Jesus sind und mit dem anderen Bein in der Welt. Und deswegen hat ja Jesus gesagt, ich wünschte, du wärst heiß oder kalt. Aber da du weder heiß noch kalt, sondern lauwarm bist, spuck ich dich aus meinem Mund. Aber dann halt nicht gerade nicht entscheiden kann. Ne? Also, das ist sehr strikt, was Jesus gesagt hat. Viele denken, Jesus ist im Prinzip gekommen, um uns Gnade und Liebe und sonst nichts zu bringen. Nein, nein. Er hat sogar die Gebote Gottes hat er noch schärfer formuliert. Er hat ja gesagt, wer mit Lust auf eine Frau guckt, der hat schon Ehebruch im Herzen, Ehebruch begangen. Er hat das Gebot des Ehe, du sollst dich ehefrauen, hat er gebrochen. Und wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Das stimmt, so richtig hart formuliert. Das ist also noch schärfer formuliert, als Gott das vorher den Israel gesagt hat. Ja, aber was denken Sie, warum es denn so vielen Leuten so schwerfällt, an Jesus zu glauben und ihn auch richtig zu folgen? Also warum ist es denn, oder warum fällt es der Welt so schwer? Weil das ist an sich, weil die Welt den Geist der Lüge hat und nicht den Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist, der uns in der Wahrheit unterweist. Und durch den wir wissen, dass die Schrift wahr ist und dass Gott und die heiligen Werke wahr sind. Und das glauben auch viele nicht. Und wenn du im Fleisch lebst, dann wirken die Sünden des Fleisches an dir, die zerren an dir. Denn Jesus hat ja, oder Gott hat seinem Volk Israel gesagt, wenn ihr von den Sünden frei werden wollt, dann müsst ihr ein Opfer darbringen. Deswegen haben die Israeliten ja Tieropfer dargebracht. Ja. Aber die Sünde bleibt weiter im Fleisch. Wenn sie also ein Tieropfer darbringen und rausgehen. Ja, ist halt quartiermäßig gegangen. Ist halt symbolisch dargestellt, aber dieser innere wahre Sünde ist ja noch. Sie haben den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Die Sünde ist weiter im Fleisch. Das sind im Prinzip die Dämonen. Die halt rausgehen, das ist die Geister der Lüge. Der Geist Und die sagen ihnen, die sagen den Menschen, das ist okay, dass du in der Welt bist. Gott hat dich hier hingesetzt, du sollst hier leben, dir soll es gut gehen, lass es dir gut gehen, du musst nicht spirituell sein. Das ist der Geist der Lüge. Und davon werden viele abgehalten. Und sie erkennen auch nicht die Wahrheit. Ja, ist halt schade, weil es halt immer so in der Welt heutzutage so viel Arsch getrennt wird, in dem Sinne von so Kriegmäßig, also durch Kriege, wie so Medien dargestellt werden.
wird, ne, finde ich einfach schade, dass das alles im falschen Licht gerückt wird. Ne? So alles so, oh, Krieg herrscht nur, weil Religion da ist oder weil einige behaupten, ja, ich mache das wegen Gott und dann und so Zeug. Ne? Ja, das ist schade. Das ist der falsche Weg. Und, darf ich dich fragen, betest du auch für andere Menschen? Naja. Ja? Mhm. Auch so? Also auch zu Hause. Also zu Hause habe ich immer so meine Routine, ne? Morgengebet, beim Essen, halt Essen singen und dann Abendgebet zum Schlafen. Genau. Aber ich meine, für andere Menschen, so auf Straße oder so, hast du sowas schon? Also auf der Straße, kaum. Also das kann man machen zum Beispiel, weil Jesus hat gesagt, ihr sollt rausgehen, ihr sollt das Evangelium predigen, ihr sollt sagen, dass das Himmelreich nahe ist und dass sie umkehren sollen. Mhm. Ihr sollt den Menschen die Hände auflegen und sie heilen und unreine Geister austreiben. Das wird ja heute in den Kirchen nicht mehr gemacht. Mhm. Aber das ist das, was Jesus uns aufgetragen hat. Das sollen wir auch machen. Also ich kann, wenn du irgendwelche körperlichen Beschwerden hast, dann kann ich auch gerne für dich beten. So. Ja, also soweit, dadurch, dass also gut, dass ich für mich beten kann, aber ich habe jetzt zurzeit keine Beschwerden, die ich sagen kann. So, ja, bitte, aber nehme ich ja auf jeden Fall ein Angebot. Danke. Ne? Ja. Und du kannst das auch. Alle Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben, den Geist der Wahrheit, du kannst rausgehen und anderen Menschen auch davon erzählen. Mhm. Und ihnen auch das Evangelium bringen und auch für sie beten. Mhm. Das mache ich auch. Also wie jetzt zum Beispiel bei meinem Schwager, ne, der jetzt gerade macht ja eine schwierige Phase durch. Ne? Dann bin ich auch mit ihm hier so gekommen, um ihn ein bisschen abzuhängen und dann auch mal am Weg zum Gottes zu zeigen, dass er auch mal mehr auf Gott fokussieren kann, ne, und auch mehr lernen kann, wie Wunder wirken können. Genau. Und deswegen, also, das ist auch Gott wirkt heute noch, Jesus wirkt heute noch. Er ist der gleiche 2000 Jahre vor 200 und heute, und er wird der gleiche sein für alle Zeit. Vor 2000 Jahren gewirkt, wirkt auch heute. Ja, heute, ja, genau, da glaube ich. Das ist gut. Dann wünsche ich dir ein gutes Leben. Gott segne dich. Ich segne dich auch. Bis bald.